Ich zeige in diesem Videotutorial, wie auf dem iPad Apps installiert werden und am Ende auch wieder gelöscht werden können. Um eine neue App zu installieren, muss man den App Store öffnen. Das ist dieses blaue App-Symbol hier mit dem weißen A-Buchstaben. Wenn man dieses öffnet, gelangt man in den App Store mit einer Übersicht von neuen Apps, die hier beworben werden. Am schnellsten gelangt man zu dem gesuchten App, indem man hier unten auf die Lupe klickt, hier, und die Suchfunktion startet. Und nun kann ich hier oben einen Suchbegriff eingeben, hier im Suchfeld, hier oben. Ich gebe hier den Namen der gesuchten App ein. In meinem Fall hier ist das Explain Everything. Und jetzt sieht man hier, dass es, wenn ich bereits eine App bereits installiert habe, dann steht hier nicht Laden, wie bei anderen Apps hier zum Beispiel, sondern es steht hier Öffnen. Also das heißt, diese App hier habe ich bereits auf meinem iPad installiert und ich könnte diese jetzt direkt auch öffnen. In diesem Fall möchte ich diese App hier oben installieren. Das ist eine kostenlose App. Das erkenne ich daran, dass eben hier nicht wie hier oben der Preis angeschrieben ist, sondern dass hier einfach nur Laden steht. Ich sehe aber an dieser Anweisung darunter, dass eben drunter steht In-App-Käufe. Das heißt, diese App ist so aufgegleist, dass man quasi sie kostenlos herunterladen kann, dass man aber nachträglich noch innerhalb der App Zusatzfunktionen dann über eine Bezahlung freischalten kann. Falls ich mich für eine App entscheide, die kostenpflichtig ist, wie diese hier oben, muss ich hinter meiner Apple-ID entweder eine Kreditkarte hinterlegen oder ich muss mir eine iTunes-Wertkarte kaufen, eine Apple Store-Wertkarte kaufen. Diese kriegt man im Supermarkt oder am Kiosk, im Tankstellenshop und so weiter. Und dann kann ich ein Prepaid-Guthaben auf meine Apple-ID laden und kann dann mit diesem Prepaid-Guthaben im Wert der Karte dann Apps kaufen. In diesem Fall ist es eben aber eine kostenlose App. Ich klicke hier also auf Laden und dann wird mir der Ladebalken gleich anzeigen, ob die App schon gestartet wird. In diesem Fall muss ich mich jetzt noch identifizieren, beziehungsweise wenn ich noch nicht eingeloggt bin, müsste ich mich zuerst einloggen. Das funktioniert mit dem Benutzernamen der Apple ID, das ist immer eine E-Mail-Adresse und dann dem entsprechenden Kennwort. Hier auf diesem iPad kann ich mich mit Fingerabdruck authentifizieren und sobald ich fertig eingeloggt bin, erfolgreich eingeloggt bin, wird diese App, dieser Download dieser App gestartet. Ich sehe das hier an diesem Download-Balken hier, der im Kreis mir anzeigt, ob die App schon fertig installiert ist. Währenddem eine App installiert wird, ich habe jetzt übrigens auf den Home-Button geklickt, wird mir das hier auf dem Startbildschirm angezeigt. Ich sehe auch hier, jetzt im Moment wird diese App gerade installiert und sobald dieses App-Symbol dann ganz klar angezeigt wird, im Moment ist es ja so ein bisschen schattiert noch, sobald die Installation abgeschlossen ist, wird dieses App-Symbol dann vollständig angezeigt, so wie jetzt gerade. Und nun kann ich diese App direkt starten. Es ist also bereits auf meinem iPad installiert und nun kann ich eigentlich bereits mit dem Arbeiten in dieser App loslegen. Um wieder zurück zu gelangen, klicke ich wieder auf den Home-Button und so komme ich jederzeit wieder auf meinen Startbildschirm zurück. Also das war bereits die ganze Sache mit dem Installieren. Ich würde jetzt noch kurz zeigen, wie man eine App auch wieder löschen kann. Dazu klickt man auf ein App-Symbol und bleibt eine Weile mit dem Finger darauf liegen, so lange bis diese Apps alle anfangen ein bisschen zu schaukeln und nun ist man im Löschmodus und Sie sehen, es hat hier überall so kleine X-Symbole bei den Apps und nun kann ich alle Apps, auf die ich löschen möchte, einfach mit dem X hier anklicken, werde ich ja gefragt, möchten Sie dieses App wirklich löschen und wenn ich auf Löschen klicke, dann ist die App bereits wieder vom iPad entfernt und wieder mit einem Klick auf den Home-Button komme ich wieder zurück zum Startbildschirm und kann nun mit der Bearbeitung weiterfahren.